Hey, 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 willkommen zurück zu Nephrions Let's Play. Ja, beim letzten Mal haben wir die ersten Gänge und Räume des Kerkers erkundet, auf der Suche nach einem Fluchtweg. Gut, und der Golem hier hat uns erzählt, er könnte uns eine Tür öffnen, wenn wir da ihm einen gewissen Aktivierungsstein bringen. Und er hat was von einem Relief erzählt, der das wohl hätte. Und habe ich mich erinnert, das war einer von diesen Typen, der in diesen Glasbehältern drin ist. Ich hoffe, das bringt Das war was. ja in diesem Raum hier unten. Vielleicht kann ich jetzt ein bisschen mehr einklicken. Ja. Ich kümmere mich drum. Oder auch nicht. Suchen wir woanders weiter. Gibt es noch einen Gang? Sag mir, was zu ist schon geschehen. Da kommen wir nicht durch. Doch, da kommen wir lang. Okay. Sah so aus, ob es da nicht weitergeht. Dann ist es vielleicht hier. Oh na, noch ein Golem. Zwei Golem. Okay, die sind inaktiv. Könnten uns auch noch Probleme machen. Genau wie die Die da. Natur nimmt das Leben, das sie gab. Also Minsk am Deine Bogen ist Zeit ziemlich ist gut. abgelaufen, Freundchen. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Nächstes Mal. Ja, verstanden. Ihr zeigt mir, wo es immer gibt wieder ein paar auch Items. Hingeht, Gold. Das Böse einen Schritt Zauber. Zur Seite. Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Munition. Oh. Ist alles voll. Naja, was zu viel ist und billig ist, wird nachher weggeschmissen. Munition kann man schon mal noch gebrauchen. Ich bin dabei. Mal gucken, hier. Ah ja, okay, hier war dieser Glasbehälter. Wer seid ihr? Diener des Meisters. Tja, das ist er dann. Was ist mit dem passiert? Also er war mal der Diener von diesem Typen, der uns gefangen gehalten hat. Und ja, ist ziemlich übel zugerichtet. Sie waren sogar befreundet. Also ziemlich gnadenlos, der Typ. Ja, der ist so halb am Leben, halb tot. Was soll ich mit ihm anfangen? Von seinem Leid erlösen wahrscheinlich. Jetzt rafft er langsam, dass sein Meister ihn im Stich gelassen hat. Gut, also er sehnt sich nach dem Tod. Also diese Energiezelle hält ihn noch am Leben und ist genau die, die wir brauchen. Gut, genau das machen wir jetzt. Ich danke euch. Geht und überlasst mich endlich dem Vergessen. Er ist jetzt tot?
Diese klägliche Kreatur? Naja, wollt's ja so. Naja, die ist schon ziemlich mitgenommen. Imone ist ja doch schon etwas sensibel, was das solche Dinge betrifft. Naja, nur eine weitere Leiche. Naja, gut, ganz so krass bin ich ihn auch wieder nicht. Das ist dieser Energiestein. Nehme ich mal an. Ein Schleuder. Sonst ist hier nichts. Jetzt kann ich ja mit diesem Stein dem Golem befehlen, ja, Türen zu öffnen. Schnell für so ein Riesenvieh. Ich habe schon aus den Augen verloren. Aber ich glaube, der ging hier lang. Und Feinde. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Guter Schuss. Ah, das dürfte aber der Wächter sein. Und das ist auch der Kohle. Weg da. Treppe nicht runter. Verlangsamt. Oh je. Machen wir es kurz und schmerzhaft. Vergiftet und alles Mögliche. Die Dienerin der Natur ist bereit. Toll. Heilung. Vita. Oh. Nächstes Mal. Schon erledigt. Oh. Stirb, Kreatur, und nähre die Erde! Also jetzt hier in diesen Symbolen, dass erstmal Imone ziemlich stark verwundet ist und dass sie auch geschwächt ist. Jawohl, der Wächter ist besiegt. Ich warte auf euren Befehl. Imone wird geheilt. Vita, Mortis. Wir sind auf der Gewinnerstraße und gucken, was der hier liegen hat lassen. Wenn es denn sein muss. Einen Schlüssel. Ja. Sonst noch was? Gute Idee, das mir zu übertragen. Könnte wieder eine Falle dran sein. Aus. Schön. Ah. Ja, kein Schloss. Heiltränke und Armbrust. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Ein Schutzzauber. Also praktisch eine Zauberzeitverkürzung. Na, können wir mal mitnehmen. Identifizieren. Nicht ganz so wichtig. Ja, gut. Den Heiltrank kann sie hier dann gleich mal nehmen. Jetzt muss die Spezialfähigkeiten fallen legen. Auf geht's! Sag's mir, warum der Rede wert. Ist es verschlossen? Ist was los? Geht klar. Im Boden läuft es was langsamer. Vielleicht ist sie überladen. Jawohl. Hier sieht man, roter Bereich ist überladen. Das heißt, der Charakter ist jetzt langsamer unterwegs. Also teilen wir mal die Aufrüstung, die sie trägt, ein bisschen auf. Und eine schwere Rüstung und Tränke. Rüstung könnte man an Jahira weitergeben und das ist die Schnelligkeit, jawohl. Schnelligkeit ist immer gut, da haut man schneller zu. Minsk. Ein bisschen die Items aufteilen. Ja. Jetzt ist Jahira überladen, aber meiner ist ja auch noch relativ kräftig. So. Ich warte!
Ich hoffe, das bringt was. Geschlossen. Zeit aufzu... Okay, okay. Ist immer noch verlangsamt. So. Ich kümmere mich drum. Ein verzauberter Helm. Ah, mein Inventar ist voll. Ja. Jetzt muss ich mal ein paar Sachen hier ablegen, die ich nicht mitnehmen kann. Ja. Diese Äxte hier, die gibt's haufenweise. Krummsäbel. Das ist alles nutzlos. Kurzbogen braucht kein Mensch. Naja. So, Zauber gehen dahin. Das kann sie mal infizieren. Und Heiltränke. Ja. Infrasionshelm. Damit schützt vor kritischen Treffern. Und ich kann in der Dunkelheit sehen. Also höhere Sichtweite in der Dunkelheit. Ich kann natürlich keinen Helm tragen, aber vielleicht Minsk. Und Jahira. Ist ja halb elf, braucht das nicht. Hat das von Natur aus. Ja. Ja, ich bin bereit. Jetzt sind wir hier so einfach durch die Gegend gelaufen. Ah, guck an, jetzt sind wir hier, wovon er verschlossen war, hat der Golem aufgemacht. Und ich nehme jetzt mal an, dass der Schlüssel, den wir jetzt bei dem Wächter gefunden haben, dass der uns zu diesem Portal vielleicht sogar bringen kann. Also durchbringen kann. Wo wir von angefangen haben. Also hier dieses. Es gibt sicherlich mehrere Lösungsvarianten für diesen Dungeon. Ja. Ich denke, wenn ich mich jetzt auf einen beschränke, reicht euch das aus. Na gut, der Schlüssel ist nicht dafür geeignet. Gut, war ein Versuch wert. Wieder zurück. Und vielleicht hier mal reinschauen. Links oder rechts. Hier war vorhin auch noch so eine Ecke gewesen, die ein bisschen komisch aussah. Hier. Kann man auch noch mal im Auge behalten. Aber vielleicht kommen wir da auch sowieso jetzt hin. Eine Bibliothek. Hier gibt es vielleicht Schriftrollen. Wo ist mein Mancher? Ah, da kommt er. Die Natur könnte selbst hier einziehen. Tja, das sind jetzt jede Menge Bücher, aber die sind nur informativ. Die kann man lesen. Würde. Muss man aber nicht. Ich bin gespielt, Rüdiger Hoffmann. Stirb, Kreatur, und nähere die Ewigkeit! Dem Mephit. Oh, ist noch mehr. Meine Zeit ist abgelaufen. Ja. Kein Problem. Sag mir, was zu tun ist. Was soll ich tun? Oh, das hier erinnert mich so sehr an Kerzenburg. Überall staubige, dicke alte Wälzer. Bücherregale, die fast überquellen. Es ist, als wären wir nie fortgegangen. Da Kerzenburg sind wir aufgewachsen, mit Imon zusammen. Naja, Heimweh. Jetzt sind wir nicht mehr zu viert gewesen. Ach da. Schwert, stürz dich in mein Schwert, Böses, solange ja, du noch kannst. Aber gerne. Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod. Gut, mein Sohn haben wir erstmal. Oh, wir werden angegriffen. Ich hoffe, das bringt was. Oh, oh, oh. Von allen Seiten, Unterhalt. Ich gönne euch einen schnellen, grausamen Tod, weil gleich würde ich einen Cut machen. Los, sterbt, schneller. Pünktlich zum Partende sterben die letzten Gegner und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Bis dann, euer Nef Ryan.